Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben in der letzten Stunde mal wieder was ausprobiert und hatten einen kleinen privaten Ausflug mit unserem alten Freund Willi und das in mehrfacher Hinsicht, wo ich jetzt nicht genauer drauf eingehen werde. Ich meine, ihr habt ja die letzte Folge sicher gesehen. Und jetzt sollen wir auf jeden Fall nochmal mit Willi sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt endlich entscheiden können, weil ganz ehrlich, also es ist schon irgendwo ein Argument, dass... So viele Dänen, so viele Nordleute. Das wird der Abschied sein, den Heming verdient. Die Bestattungsvorbereitungen laufen nach Plan. Übe dich in Geduld, Jarl Heming. Wir schicken dich bald auf deine letzte Reise. Danke, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. So, da ist er. Brüder, Schwestern! Eivor, mein Vater macht sich zu seiner letzten Reise auf. Seien die Winde ihm gewogen. Die Edelinge haben ihre Totengaben abgelegt. Alle bis auf dich. Zeig, was du hast, und die Feier möge beginnen. Okay. Ich habe es hier. Ein Schild, in den das Schicksalsnetz gewoben ist. Wie du dein Huger in unsere Leben geflochten hast. Mögen die Skalden von dir berichten, derweil die Götter dich umarmen. Feiere in den Hallen der Tapferen und Freien, mein Freund. Steh mir zur Seite. Sprich mit dem Herzen, Hemingsson. Heute betrauern wir das Scheiden von Jarl Heming von Snotingahamshire, meinem Vater. Unserem Vater. Er war eine Naturgewalt. Eine Stärke, die man fürchten und bewundern konnte. Nun ist er tot. Zusammen sind wir ein Beispiel seiner Größe. Ich sehe ihn in euch allen. Seine Liebe für die Schlacht, aber auch für den Frieden. Für Weisheit, Trauer und Freude. Seine Großzügigkeit. Seinen Huger. In euch sehe ich sein Leben. Und seine Liebe zur Med. Ach Götter, liebte er das Saufen. Wir sind all das, weil er all das war. Vater, wir werden für unsere Kinder sein, was du für uns warst. Und wenn sie bereit sind, werden wir uns wiedersehen. Verabschiede dich von ihm.
Sunifa, reite nach Hemthorpe und mach das Langhaus für das Ting bereit. Der nächste Jarl wird bald feststehen. Rit, fliehe, fliehe, fliehe! Was ist denn das jetzt hier für ein Aufruhr? Das sieht ja hier so aus, als ob hier gerade irgendjemand am Angreifen ist. Dabei greift er jetzt gerade gar keiner an. Hilfe. Okay. Wir nehmen den Weg, den wir nicht nehmen sollten, weil wir jetzt hier wahrscheinlich nicht runterkommen werden mit dem Wolf, oder? Ah, oh, Wölfchen. Meine tapfere Wölfin, okay. Ja, dann werden wir mal zu unserer Freundin reiten. Kommen wir jetzt hier überhaupt rein auf der Seite? Moment, hier ist ein Eingang. Sehr schön. Kümmert euch gut um mein Schätzelein. Wieso steht hier eigentlich immer noch so viel Essen rum? Die sind doch jetzt alle auf der Beerdigung. Schenkten Sie Ihrem Jarl einen schönen Abschied? Das taten sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unseren Namen zu erinnern. Ja. Das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting beginnt bald. Ich weiß ja ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, ob ich die richtige Entscheidung so innerlich schon getroffen habe. Eivor! Ist dir nicht wohl? Die Bürde der Trauer ertränkt im Met. Und von einem Gedanken betäubt. Ich stehe zwischen diesem Mann und der Jarlwürde. Ihr steht Seite an Seite, Vili. Und einer von euch muss es sein. Mein Vater stellte uns Seite an Seite, weil er deiner Weitsicht vertraute. Was siehst du also? Ja, könnte kompliziert werden, wenn wir ihn mitnehmen, weil wir da ja offiziell jetzt eine neue Freundin haben. Aber ich persönlich muss... Oder kann das immer noch nur betonen, dass ich denke, wenn er kein König sein will, wird er auch kein guter König sein, behaupte ich jetzt mal einfach. Also beziehungsweise ein Jarl. Und der andere will keiner sein, wäre aber ein guter. Und ganz ehrlich, die Leute werden die Entscheidung, denke ich zumindest, ja, akzeptieren und werden auch den Jarl in dem Trückwie sehen, den ich eigentlich in ihm sehe. Deswegen wähle ich definitiv Trückwie. Trückwie, wie auch immer. Ich sehe einen Dränger vor mir. Ein Mann, der sich nach Kampfesruhm sehnt. Trückwie sollte Jarl sein. Und du? Du solltest deinem eigenen Weg folgen, wohin er dich auch führt. Eine Klippe hinab und ins Meer, wenn du das so brauchst. Du weißt, wie man einen guten Augenblick zerstört, Wolfsmal. Vor einiger Zeit fragtest du, ob du bei uns leben könntest, als einer unseres Kriegstrupps. Willst du das noch immer? Mit dir und Bragi plündern? Bei den Göttern, ja. Blut und Met vergossen wir in Strömen. Um der alten Zeiten willen und der neuen. Behalte das Gesicht des alten Mannes im Blick, wenn er von unseren Plänen erfährt. Ich stehe vor euch als Vili Hemmingsson. Aber nicht als Jarl. Es gibt nur einen Mann,
der die benötigte Ehre und Weisheit besitzt. Nur einen Mann, den mein Vater als würdig erachtete, ihm zu folgen. Trückwe, Jarl von Snortingham. Mögest du stolz auf Hemings Pfad schreiten. Was soll das? Alter Freund, du verdienst das. Und so viel mehr. Sei stolz. Meine Zukunft liegt woanders, Trückwe. Ich werde mit Eivor gehen, um mit dem Rabenclan zu leben und zu kämpfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ja. Ja, hab Dank, Vili. Eivor. Gut gemacht, Stockarsch. Bis mein Weg mich nach Hause führt, diene ich unter deinem Banner, Eivor. Eivor, mein erster Erlass soll Hemings Wunsch folgen. Ein Bündnis zwischen unseren Leuten. Wenn du rufst, werden wir folgen. Wie wir es für dich tun werden, Jarl Trückwi. Ja. Keiner kann Jarl Heming das Wasser reichen, doch ich tue mein Bestes, ihn zu vertreten. Danke, Eivor. Ich vertraue dir Vili. Das ist schön. Was jetzt Rahmen weniger schön erfahren wollen. Es wird Zeit, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Was jetzt weniger schön ist, ist natürlich die Tatsache, dass wir irgendwie ja noch mit ihr zusammen sind, also mit Randvi und jetzt den Typen, der ja, naja, sowas ähnliches wie unsere Jugendliebe ist, mitbringen. Das könnte noch zu Irrungen und Wirrungen führen. Wieso komme ich da nicht hin? Ich komme da nur von unten hin, oder wie? Ach, das ist doch Mist. Na gut. Nee, nicht gut. Ich wollte eigentlich mal eben hinporten. Ja, mal schauen, ob und wenn ja, wie sich das Ganze auf die Geschichte ausübt. Ich bin echt gespannt. Wir sehen uns gleich zu Hause. So, wir sind da, aber er ist scheinbar nicht mit uns mitgekommen. Okay. Kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt irgendwo hier im Dorf befindet. Hm. Na gut. Ja. Also er hat ja... Ja gut, oder er meinte mit Zuhause schon wirklich unser Zuhause. Das kann natürlich auch sein. Dann wird er sich wohl erstmal etwas später zu uns begnügen. Ja, ich weiß halt immer noch nicht so genau, was das jetzt zwischen uns allen hier ist. Was gibt es Neues, Eivor? Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snortingerhamshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er hat sich unserem Clan angeschlossen und wird Krieger auf meinem Schiff sein. Ich erinnere mich an den jungen Mann. Er wird deine Besatzung gut ergänzen. Ne? Ob die das noch sagt, wenn sie weiß, dass ich mit ihm geschlafen habe? Ich weiß ja nicht. Ich dachte, unsere Siedlungsstufe wird dadurch ein bisschen höher gemacht. Sauerei. So, was haben wir denn hier? Ein Bündnis haben wir auf jeden Fall noch, um das wir uns kümmern müssen. So, ja, zeig mir einfach mal ganz kalt die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, also hier oben haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, alle Bündnisse abgearbeitet. Hier unten soweit auch. Nee, hier ist Sutzexe, das war ja die Sache mit, Sigurd, also mit unserem Bruder. Da möchte ich jetzt noch nicht hin, sondern ich möchte nach Winchester. Ich hoffe, das war jetzt richtig rum.
Weil es hieß ja, dass wir alle Verbündeten brauchen für Südsexe, deswegen... Hightam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Ja, ich muss es wohl machen. Der Brief schickt mich nach Winchester. Ich soll einen Mann in Weiß in einem Gotteshaus treffen. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Interessant. Geh mit Bedacht. Ja, wir schauen jetzt noch mal kurz, ob wir noch irgendwelche Briefe oder sowas bekommen haben. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Da ist ein neuer Brief für mich. Willis Brief lesen, okay. Also ich denke, dass die gelben Briefe immer die neuen sind. Mein Wolf ist gerade geflogen. Na, mein Junge? So, Brief von Willi. Vielen Dank für deine Hilfe, Eivor. Du heißt mir, Abschied von meinem Vater zu nehmen und meinen Platz in dieser Welt zu finden. Es ist nicht viel, aber diesen Brief sollte ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung beiliegen. Diese Axt gehörte meinem Vater und liegt besser in deinen Händen, denn in meinen, Willi. Ja, dann werden wir trotzdem den anderen Brief noch mal kurz lesen von Bierstan. Brief von Bierstan. Grüße, Eivor. Ich schicke dir ein kleines Geschenk. Sicher wird dir dieser Bogen gefallen. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Du hilfst mir dabei, meinen Weg und die Verbindung zu Alfida wiederzufinden. Das werde ich dir nie vergessen. Danke, Eivor. Bierstan. Ja, das nehmen wir doch gerne entgegen. Müssen wir das andere auch entgegennehmen? Ich wollte gerade sagen, also gerade stand noch Bierstan drin, aber es sind doch zwei verschiedene Sachen. Neuen Brief lesen. Ja, aber das sind doch nur noch die alten Briefe jetzt da drin gewesen, meine ich. Oder sind das auch neue? Ich öffne die mal eben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein neuer oder ein alter Brief war. Ich lese es trotzdem nochmal eben vor. Nachricht vom Aldermann Skrobbeskrieger. Ich kann es nicht aussprechen. Eivor, die Lage in was auch immer hat sich beruhigt. Ich kann kaum glauben, wie viel Krieg und Trauer wir durchlebt haben. Solltest du dich im Skier wiederfinden, komm doch auf einen Besuch vorbei. Dein Freund, Bischof, die Orlaf. Oh Gott, ich habe Freunde, die Bischof sind. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass meistens die Bischöfe vom Orden waren. Aber naja, ist schon wieder zu lange her. Ein Brief von Acha. Grüße, Eivor Wolfsmal von, ich kann es nicht aussprechen. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir. Hunwald und Swanhild hintergangen zu haben. Die Aldermannschaft ist vorerst befriedigt, doch mein Herz ist es nicht. Ich bereue meine Taten, so unauffällig sie doch waren. Sie machten es möglich, dass Herefried das Blut guter Gebräuche auf den Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich spüre so viel Liebe und Achtung dir gegenüber. Was du so ungerechterweise ertragen musstest. All meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt, und jene, die du beschützt. Das Leben ist unmöglich, und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Acha, im Glauben. Etwaige falsch ausgesprochene Namen sind gewollt gewesen. Ja, habe ich den Brief da hinten schon mal gelesen? Ich glaube... Ach so, nee, das war mein Rang, okay. Ja, das war das. Okay, ja, dann würde ich jetzt eigentlich sagen, bevor wir jetzt komplett mit dem neuen Ort anfangen, also sprich mit Winchester, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ja, dass wir uns dann mit der nächsten Quest bzw. mit dem nächsten Bündnis in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.